eine Notabschaltung. Schon ein bisschen nervig. Aber nur so ein bisschen. Und es ist auch vollkommen normal, dass eine Attraktion so oft ausfällt. Jawohl, das hat jetzt schon fast mehr gemacht als... Das hat schon mehr gemacht jetzt gleich als das hier komplett. Alter, ich mach Minus mit diesem Scheißteil hier. Was mach ich denn jetzt? Was mach ich denn jetzt? Also wenn es jetzt nicht gleich besser wird, dann... Jetzt kommen mal wieder vereinzelt ein paar. Aber das bringt jetzt auch nicht sonderlich viel weiter. Also. Na gut, solange es noch Plus macht, würde ich sagen. So. Jetzt tut es mal inspizieren. Und danach nochmal. Und danach nochmal. Und danach nochmal. Ich meine, das kann ja nicht wahr sein. Das hier so viel fehlt immer. Das doppelte Himmelsrad hier, das kann ja nicht wahr sein. Ausfallzeit 45%. Das ist unglaublich. Hotdogs 2 ist immer noch kaputt. Ich frage mich auch, wie ein Essenstand Störungen haben kann. Also. So, dann inspiziert das nochmal und dann hoffe ich mal, dass das jetzt weniger ausfällt. Vielleicht bekommt es dem auch nicht, dass das im Freien steht. Also so mit so viel Regen und so. Guck mal hier, das hat noch gar nicht gefehlt hier. Das hatte noch nie eine Störung. Na gut, das hier angeblich ja auch nicht. Aber... Irgendwie, es klappt gerade nicht so. Okay, ohne Scheiß. Wie viel Darlehen können wir machen? Ich meine... 5000 Darlehen. Kann ich maximal machen. Das ist wenig. Das ist ziemlich wenig. Und weil es regnet, gehen mal wieder viele Leute weg. Einfach mal so. Das läuft ja super hier. Also die Achterbahn, die ist immer noch in. Mit der müssen wir auch gleich mal fahren, aber ich muss mir noch was überlegen, was wir noch bauen. Sonst geht hier gar nichts.
Ist das hier geflügelte Ratte? Nein. Geflügelte Ratte heißt ganz bestimmt das hier, ne? Ja. So. Dann würde ich sagen, holen wir uns noch hier so eine Gesichtsklatsche. Oder wie das Ding heißt. Und stellen das hier hinten hin. So. Also 2 Euro sind ja schon drin. Bei so einem Teil. Haben die schon wieder alle gekündigt, Alter, ey. ...84% Faulheit. Ey, wieso bekomme ich denn immer nur hier so Scheiße hier? Wildgute. Hier kriegst du auch mehr. Kannst dir dann dafür ein Eis backen. Ja, meld mich doch noch mehr zu. Mit irgendwelchen unnötigen Nachrichten. Als ob ich nichts Besseres zu tun hätte. Meine Fresse hier. So. Jawohl, sehr schön. 2,75 Euro haben wir schon gemacht. 12 Euro. Jawohl, das ist ja super. Wieso haben wir jetzt auf einmal wieder so wenig Geld? Wie viel hat denn das jetzt gekostet hier? War klein, wahrscheinlich nicht gerade. Ach so, das hat fast 1000 Euro gekostet. Na, das ist dann kein Wunder. Warte mal, was ist das? Wie geht das? Das kenne ich ja noch gar nicht, diese Bahn. Alter, wieso geht das denn so viel kaputt, ey? Und das hier läuft auch alles gerade nicht so. 510. So. Das ist ja geil. Das ist ja eine coole Bahn. Ohne Scheiß, wenn das so oft ausfällt, dann muss ich leider den Preis erhöhen. Tut mir echt leid. Weil sonst bleib ich drauf sitzen. Hier, das läuft auch nicht mehr so gut, wie es mal war. Boah, nur wegen diesem Scheißregen gehen die ständig weg. Bobs, ey. So. Ich glaube, ich muss mal ein bisschen Werbung machen. Obwohl, eigentlich geht's auch ohne Werbung gerade ganz gut. Wir haben schon fast wieder die 1000 da raus für dieses Teil. Nach so kurzer Zeit. Ja, gucken wir mal. Oder Dach. Wie geht's euch so? Geht's euch gut? Freut mich. So. So. Geht jetzt auch mal los hier? Jawohl. Aber geil, ey.
Richtig geil, super geil. Super geil. Ich finde das echt cool, diesen Werbespot. Okay, die fangen schon an zu schreien, obwohl noch gar nichts passiert ist. Die ist ja richtig aufregend, diese Achterbahn. Ui. Und auch geil, wie hier das Helligkeit, wie hier es auf einmal heller wird, wenn man. Obwohl. Hier, oder? Nee, war aber gerade so, dass da gerade heller geworden ist. Oh mein Gott, ist das. Boah, das ist ja richtig spannend, diese Achterbahn, diese Bahn. Wie sag ich immer Achterbahn, ey? Ui, das war schön. Nochmal. So. Wie geht's denn hier eigentlich so? Okay. Was war denn das gerade? Wo bin ich denn hier? Nach Himmelsrad. Ein Haus. So. Okay. Lustige Akustik. Lustige Akustik. So. Boah, was denn hier los? Wieso ist denn hier kaum jemand? Geht ja gar nicht hier. Zuverlässigkeit von Haus der Verdammnis ist niedrig, bla 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 bla. Wo denn hier? So, dann geh mal bitte dahin. Und 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 dann geh mal bitte dahin. So. Gehen wir bitte dahin. Und dann gehen Sie mal bitte dahin. So. Reinigungskraft 2 hat gekündigt. Wir wollten ja hier eigentlich nochmal zugucken. Aber. Das Geile ist halt, wenn ich jetzt diese eine Achterbahn da baue, dann haben wir eigentlich den Park durchgespielt. Quasi. Bahneinnahmen. Denke ich, haben wir schon. Diese Bahneinnahmen. Schlauchboot. Dann gucken wir mal, machen wir mal hier ein bisschen. Sorgen wir mal dafür, dass hier wieder ein bisschen mehr Zuverlässigkeit in den Laden kommt. Herr Mechaniker, bitte einmal reparieren. Und bitte einmal nochmal. Und nochmal. Und bitte nochmal. So. Geldautomat ist ausgefallen. Was ist da passiert? Ist der Bildschirm? Hat da jemand den Bildschirm eingeschlagen? Oder was ist da passiert? Also manchmal echt ohne Spaß. Manchmal ist das Spiel einfach nur behindert. Oh, das läuft gerade ganz gut. Ein Viertel von dem, was es gekostet hat, haben wir schon fast raus. Das hier haben wir auch schon raus. Das haben wir auch schon gleich wieder raus hier. Also das ist ja super hier. Wie das gerade läuft hier. Also, da können wir ja sogar fast Sare 250, ne? Also, gucken wir mal, ob das gut geht.
mit 2,50, dann haben wir nämlich schon wieder über 1000 pro Stunde und das ist ja wohl mal eigentlich das Mindeste, was man erwarten kann. Na gut, hier nett, weil es ständig ausfällt. Oh, in letzter Zeit ist es kaum ausgefallen. Na dann, Mechaniker, dann gehen wir da hin und sorgt mal dafür, dass es weiterhin stabil bleibt. Okay, mit 2,50 scheint es gut zu gehen. Sehr schön. Und hier geht es auch wieder ganz gut mit dem Himmelsrad. Ja, mit der ersten Hilfe, da macht man natürlich immer ein bisschen Minus. Aber das ist klar. Oh, das hier geht gerade nicht so gut, sagst du? Ah, doch, das geht auch noch. Also, da gehen auch noch ab und zu welche hin. Aber das hier macht mir. Nö, das geht auch. Ich habe immer Angst, dass das hier ein bisschen. Ja. Minus macht, aber das geht alles. Ist alles prima. Super ausgeglichen. Jeder will irgendwo hingehen und. Ey, wurde es nicht gerade eben erst repariert? Ich würde mal sagen, da hat der Mechaniker richtig kompetent repariert. Würde ich mal behaupten, ne? Also, ihr habt doch gerade gesehen, Himmelsklatscher wurde repariert. Dann war es wieder defekt. Saubere Arbeit. So, und dann inspiziere es gleich nochmal. So. So. Und danach inspizierst du nochmal das. So. Hier ist die Zuverlässigkeit auch noch ganz gut. Da auch. Gruselhüte. Okay. Boah, also gerade kann ich nicht meckern. 9800. 9700 wird es auf einmal irgendwie wieder. Jetzt aber gleich wieder 9800. Jetzt gleich sofort. Jetzt. Ja. So. So, jetzt aber, ne? 9900. Zehntausend! Wir sind wieder bei dem, wo wir am Anfang waren. Aber mit 1000 Darlehen haben wir angefangen. Und da sind wir jetzt wieder angelangt. Und haben einen Park aufgebaut. Und schön. So, jetzt ist unser nächstes Ziel, 15.000 zu machen. 15.000 Euro. Weil dann kann ich nämlich die restlichen 5.000 kann ich nämlich Darlehen machen. Say what? Okay. Jetzt ist es an dem Zeitpunkt, wo ich sage, oder? Mal reiße ich's jetzt ab. Ich es ab oder lasse ich es sein? Ich glaube, ich reiße es ab, denn ohne Spaß, es hat mir jetzt 1315 eingebracht. Und das ist gut, dann können wir hier lieber was anderes hinbauen. Und wir haben noch 430 sogar bekommen. Das ist freundlich. So. Und dann würde ich sagen, machen wir hier einfach was anderes hin. Zum Beispiel eine Spiralgleitbahn. Nee. Insektenhaus. Killerwalschau. Spiegelkabinett.
weiß jetzt nicht, ob das so passend zum... Insektenhaus wäre ja eigentlich ganz geil. So Gruseleffekte. Ne, so ein bisschen, ne? Wäre ja eigentlich ganz cool. Da würde ich sagen. So, 2 Euro sind drin. Und... dann gucken wir uns mal die schönen Insektchen an. Hui. Boah, was Detailreichtum hier. Also...